Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Hier vor dem Gray auf dem Platz von Nordvegas. In der letzten Folge haben wir ein paar Aufgaben angenommen von ihm hier. Und eine der Aufgaben wäre jetzt so, dass wir mal das Gray untersuchen nach irgendeinem Mädchen. Das Mädchen von Frau Hostella, glaube ich, hieß die. Und genau das machen wir natürlich jetzt auch. Also, das Gray. Das Mädchen scheint irgendwie hier Ich zu brauche sein. meinen Schuss. Wer bist du denn? Was zum Teufel willst du? Mir gefällt ihr Tonfall nicht. Na und? Mich interessiert ein Scheiß, was Ihnen gefällt. Heulen Sie sich bei Ihrer Mama aus. Ich suche Alice Hostetler oder Andy. Ach ja? Weswegen? Ich wollte nur einfach mit Alice oder Andy reden. Vielleicht wollen Sie nicht mit ihnen reden. Vielleicht sind Sie nicht mehr hier. Vielleicht stellen Sie einfach zu viele Fragen. Das ist unser Gebiet. Schnüffeln Sie hier nicht rum, sonst lege ich Sie ohne mit der Wimper zu zucken um. Naja, Andy sollte wissen, dass Mrs. Hostetler draußen mit einer Schrotflinte auf ihn wartet. Was? Das ist doch wohl ein Witz. Scheiße, warum muss ich mich immer um den Dreck anderer Leute kümmern? Tut mir leid. Du trägst deine Waffe falsch. Wir sind versteckt. Und kriegen das wohl aufgeschlossen. Hallo? Irgendjemand hier? Nein? Okay. Schade. Dann gehen wir mal hoch. Vielleicht ist da ja irgendjemand, mit dem ich reden kann. Hallo? Irgendjemand hier? Hallo? Hey! Hände hoch! Hier ist auch keiner. Hier ist jemand, aber es ist nur ein Bewohner. Hier sind auch Bewohner. Aber hier, der Questmarkt zeigt mir direkt hier noch jemanden. Hey! Ich brauche ein bisschen Feines. Tut alles weh. Unholde kommen hier nicht mehr her. Okay, dann müssen wir aber wieder raus. Wo ist der Typ? Ja, da ist der Typ. Mal schauen, was er mir jetzt sagt. Andy wird das nicht gefallen. Wo zum Teufel ist diese verrückte Schlampe? Ihn haben wir erledigt. Aber ich weiß nicht, wo die sein soll. Questmark ja hier drin. Ich dachte gerade. Im Ofen. Nein. Das ist ein Steak. Können wir gebrauchen. So. Ja, mit dir müssen wir noch reden. Im Thorn habe ich gesehen, wie ein Monster einen Mann in zwei gefetzt hat. Du bist ein Schläger. Oder wer bist du? Mir tut alles weh. Ja, und? Hä? Nicht speichern. Du bist nur ein Schläger. Andys Zimmerschlüssel. Ja, den haben wir schon. Wow. Irgendwann mal zeigt uns Red Lucy ihre Todeskrallen. Wer ist Red Lucy? Die Frage ist, wo sind die beiden? Da. Nachrichten. An Andy Skep. Sieht aus, als hätten sie recht gehabt. Hostetler trägt jeden Abend eine volle Tasche in sein Haus. Dieselbe Tasche ist leer, wenn er zur Arbeit bei der kaminroten Karawane geht. Fred hat das persönlich gesehen. Das ist nie im Leben ein Zufall. Er hat immer irgendwas dabei, wenn er von der Arbeit kommt. Das muss ein täglicher Anteil am Geschäft sein. Alice wird die ganze Knete für uns finden müssen. Falls wir uns in der Nähe ihres Hauses erwischen lassen, wird ihre ätzende Mutter die großen Geschütze auffahren. Dann haben wir Crandon oder schlimmer noch Jules auf dem Hals. Ich setze meinen Kragen ungern für nichts aufs Spiel, Andy. Stellen wir erstmal sicher, dass Alice ein braves Hündchen ist.
wenn wir aus diesem Dreckslaus raus sind, können wir sie... Nee, können sie mit ihr machen, was sie wollen. Okay. Was gibt's da zu glotzen, hä? Los damit, oder sie machen Bekanntschaft mit meiner Knarre. Ein Ghoul. Nur mit der Ruhe. Ich wollte gerade gehen. Nee, ich weiß, was sie mit Alice vorhaben. Glauben Sie, dass mich das einen Scheiß interessiert? Schon mal daran gedacht, dass Alice mit mir unter einer Decke steckt? Warum sollte das so sein? Vielleicht, weil ich so gut aussehe. Was haben wir gelacht? Vielleicht, weil ihre Mutter will, dass sie sich halb tot schuftet beim Anbau von Pflanzen, die an Strahlung sterben, sobald sie im Boden sind. Oder vielleicht erzählt sie nur Lügen. Warum interessiert sie das überhaupt? Sie hat kein Problem damit, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie verdient es, die Wahrheit zu kennen. Und? Sie glauben, das ist den Preis wert? Sagen Sie es ihr doch, dann sehen Sie, was passiert, wenn Sie Ihre Träume zerstören. Haben Sie keine Angst, dass ich Ihre Pläne auffliegen lasse? Und wie genau wollen Sie das anstellen? Wie wäre es mit... Sie sind tot? Oh Mann, das war gerade dein letzter Fehler. Im Thorn kann ich eine schöne Wette abschließen. Wow. Ich habe überhaupt nicht getroffen. Nur einmal. Und da ist er nicht gestorben. Das ist irgendwie unlogisch. Ist doch ein Ghoul. Sein Kopf hätte schon so verfault sein müssen, dass er beim One-Hit stirbt. Bam. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Jet. Hier drüben! Alles drogensüchtiger. So. Boom. Mein Gott. Du hast eine 10mm. Das ist gut. Die nehme ich mit. Um meine zu reparieren, natürlich. Wow. Ich kann sie sogar reparieren. Okay, dann wollen wir mal. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, zurück. Okay, dann gehen wir zum Krankenhaus. Holy shit, was ist das für ein Zeichen? Neben dem Bett bei Gas Food Lodging. Diese zwei Teddys da. Oder diese eine Teddy mit zwei Köpfen, das ist voll krank. Holy shit. Okay. Agent H Tools Company. Waren wir da schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, wir wollen... Was ist das? Oh Gott, der Brahmin ist verrückt geworden. Tötet ihn. Und rettet die Maulwurfsratten. Oh, gerettet. Ihr braucht mir nicht dankbar sein. Ich hab's für euch getan. Was? Da ist irgendwas Nettes. Bestimmt nur eine Krähe oder so. Aber ich sehe die eh nicht. Oh Gott. Kurzer Frame-Einsturz. Nee, ein Typ. Was machst du denn hier? Wer bist du? Isaac. Oh Gott, Frame-Einsturz. Isaac, du bist schuld. Oh Gott, du hast grüne Lippen. Ich habe keine Ahnung, warum wir gerade einen Frame-Einsturz haben. Aber wir müssen was futtern. So. Da haben wir's. So. Viel besser. Verschwinden Sie. Ich weiß, wie man mit dieser Knarre umgeht. Und ich werde nicht zögern zu schießen, wenn Sie irgendeine krumme Tour versuchen. Ich habe Ihre Scheiße lange genug ertragen. Jetzt reicht's. Ich werde Sie töten, wenn Sie mir in die Quere kommen. Ich bin nicht hier, um Ihnen weh zu tun. Was zur Hölle wollen Sie dann? Keine Dummheiten, ich warne Sie. Ich will einfach nur reden. Okay, aber das ist hoffentlich kein Trick. Nicht, dass ich wüsste. Alice, Andy benutzt sie nur, um an das Geld zu kommen. Was reden Sie da? Andy will mir helfen, aus diesem Drecksloch rauszukommen, oder? Nein, sehen Sie mal, was ich in seinem Zimmer gefunden habe. Dieser verdammte Dreckskerl. Ich werde mir das Geld holen und ihn dann umlegen. Ja,
Was wollen Sie wirklich, Alice? Ich weiß nicht, was ich will. Aber ich hasse diesen Ort. Und ich hasse diese Leute. Früher war alles so einfach. Warum haben Sie sich verändert? Warum sehen Sie meinen Schmerz nicht? Sie lieben sie auf ihre eigene Art. Ja, wirklich? Sehen Sie sich meine Mutter an. Alles, worum sie sich kümmert, ist ein Flecken Erde, auf dem nie wieder Essbares wachsen wird. Mein Vater führt ein Geschäft, das ihm nie gehören wird und riskiert jeden Tag Kopf und Kragen gegen Ödländer und profitgeile Halsabschneider. Und ich soll Teil dieser Träume sein? Und was ist mit meinen Träumen, Fremder? Was ist mit mir? Also ich muss sagen, die Synchro, der Voice Actor, der gefällt mir richtig gut. Nur Sie haben meine Antwort darauf. So bin ich nun mal, oder? Der Schmerz, der Zorn, die Freude. Gehört alles dazu. Ich hätte Sie schon früher treffen sollen, Fremde. Vielen Dank. Und wir haben es geschafft. Alice. Was so? Was habe ich getan? Wartet. Was habe ich getan? Ich kann doch nichts dafür. Was? Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich will das hier nochmal in Ordnung bringen, ohne dass sie sich jetzt umbringt. Mal schauen. Wir sehen uns gleich wieder bei dem Gespräch. So, Leute, da sind wir wieder. Ich glaube, ich benutze jetzt mal die zweite Dialogoption. Geben Sie ihnen eine Chance. Vielleicht haben Sie recht. Aber was werden Sie denken? Wie soll ich Ihnen jemals wieder ins Gesicht sehen? Tja. Schätze, ich habe nichts Besseres verdient, hm? Na gut. Du rennst jetzt nicht... Oh gut, sie rennt nicht raus. Oh Gott. Ich habe nicht gesehen, was in meiner eigenen Familie vor sich ging. Wir besitzen nicht viel, aber bitte, nehmen Sie das. Das muss nicht sein. Behalten Sie Ihr Geld. Wir können es brauchen. Ich wünschte, wir könnten uns erkenntlich zeigen. Passen Sie da draußen auf sich auf. Und wenn Sie mal Hilfe benötigen, wissen Sie, dass Sie uns hier immer willkommen sind. Okay. Puh. Ihr geht's jetzt besser. Und sie hat sich nicht umgebracht. Und hallo. Wir haben nichts bekommen. Also ist alles... Holy shit, ich darf das einfach mitnehmen. Wieso darf ich das einfach mitnehmen? Wie jetzt? Darf ich die ausrauben? Ich darf alles mitnehmen, oder? Nee, Kühlschrank darf ich nicht mitnehmen. Aber Kronkorken. Wow. Ich darf einiges mitnehmen und anderes nicht. Yo. So, Leute, das war's dann auch wieder für heute von Fallout New Vegas. Ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Oben kommt ihr zu meinem Let's Review zu Cube Experimental. In der Mitte habt ihr Evoland. Und unten habt ihr Let's Play Dead Space. Ja, auch auf der USG Ishimura sind wir unterwegs. Für weitere Projekte, die jetzt hier nicht aufgezählt sind, oder für die Zukunft, wenn die Projekte schon fertig sind, schaut einfach mal auf meinem Channel vorbei. Und ja, des Weiteren wünsche ich euch nur noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Also, bis dann!